Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fable 3, wo wir heute dem Geist von Philip Morley trotzen wollen. Ich halte A gedrückt und wir nehmen das Stück. Oh weia. Findet Ransom Lock ist immer noch die Quest. Oha. Ihr könnt mich wohl nicht einfach in Ruhe lassen. Blöde Literaturtouristen. Fluch meiner armen Seele. Nein! Wir sind im Buch. Im Buch? Hört zu. Ihr bekommt mein Stück nicht. Klar. Es ist Mist. Schlimmer als Mist. Was habe ich mir nur dabei gedacht, Drama und Komödie zu verschmelzen? Ich muss bekloppt gewesen sein. Ah, ist das Ransom Lock? Es scheint ganz so, mein Herr, als wurdet ihr vom Geist Philip Morleys gefangen genommen. Wir sind beide seine Gefangenen. Ich bin Ransom Lock. Falls sich das bekannt anhört, ich war früher ein berühmter Detektiv. Und doch bin ich jetzt hier. Bereit, den Rest meines Lebens in einem Buch zu verbringen. Wenn ich mich recht erinnere, sind wir gerade in einer Szene einer von Morleys bekanntesten Romanzen, die Fast-Tragödie von Oliver und Ethel. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir die Szene zu Ende spielen, aber ich habe kein rechtes Talent. Wenn ich mich nicht täusche, geht es los, wenn ihr das Kostüm anzieht. Du meinst das Frauenkostüm hier? Also das hier? Gut, bevor ich das mache, laufe ich weg. Huch, oder fall runter. Nee, bevor ich das mache, schaue ich mich natürlich um. Wir gehen doch jetzt einfach nicht hier rein und schauen uns dann nicht um. Was ist das denn jetzt? Wobei ich glaube, es gibt hier nicht sehr viel zum Umschauen. Also für ein Buch ist das ja eine ganz schön flache Darstellung, muss ich sagen. Ich habe da jetzt mehr erwartet. Muss ich mich mal ganz kurz vor Empörung im Bart kratzen? Eine Diese Szene aus Oliver und Ethel ist eine der berühmtesten der gesamten Literatur. Total spannend. Die Synchronstimme kommt mir voll bekannt vor. Okay, wir ziehen. Ich kann ja eh nichts machen, wir ziehen das Kleid an. Was soll das? Es hilft ja nichts. Mit Hühnerkopf hoffentlich. Ah, nee, mit Haube. Okay. Naja, dann. Oh, Ethel, meine Liebe, mein Leben, meine Sonne, gebt mir nur ein Zeichen oder eine Geste, die von eurer Liebe zeugt. Dann erst wäre mein graues Leben endlich erträglich. Oh, Oliver! Ah ja, ein wichtiger Moment des Stücks. Ihr seid Ethel, schöne junge Tochter des Misthändlers. Beweist Oliver eure Liebe, dann würden wir die Szene vielleicht verlassen können. Ich weiß nicht, Oliver. Ich bin eine Dame von edlem Stand. Mein Vater ist ein renommierter Misthändler. Und ihr seid nur ein kniehosentragender Vagabund der Liebe. Oliver, so küsst mich doch. So küsst mich. Mein Herz gehört euch. Lasst Himmel und Seen, Kröten und Aale mein Herz mit blumigen Liedern füllen, denn sie liebt mich und alles ist gut. Ja. Wir treffen uns schon morgen wieder, mein kleines Frettchen, um gemeinsam auf ewig unbändige Freude zu spüren. Mein geiler Hengst. Du Lustgurke. Eine herrliche Darbietung. Ich bin hingerissen. Ihr verfügt über bemerkenswerte literarische Kenntnisse. Aber habt ihr meine Worte in ihrem Kern begriffen? Wir werden sehen. Welch toller Bart, Herr Lenzen. Ah ja, das ist zweifellos eine Szene aus einem von Morleys lustigeren Werken. Das ist Blutbad am königlichen Hof. Und das muss euer Kostüm sein. Die Rolle des Narren ist von tragischer Tiefe erfüllt und erfordert eine meisterhafte Darstellung. Ja, zieht das Kostüm an. Das machen wir, sobald ich hier wieder rumgeguckt habe. Da ist nichts. Da ist ein schönes Bild. Ein Wunder. Sag mal, ist der Typ ein bisschen klein?
Das ist doch super klein da auf dem Pferd. Was das denn? Na egal. So, hier gibt's nix. Da ist das Hühnerkostüm, dessen Kopf wir ja jetzt bereits schon tragen. Und hier ist ein schöner Thron. Ich glaube, hier gibt's sonst nix. Wir ziehen den Rest vom Hühnerkostüm mal wieder an. Was soll's, es hilft ja nichts. Ja. Setzt euch auf den Thron, dann werden wir ja sehen. Bock, 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 bock. Was für eine Frechheit! Runter von meinem Thron, ihr impertinente Person! Bock? Tretet vor euren König und erfüllt eure Pflicht! Bock, bock, bock. Dies sind sorgenvolle Zeiten für den Hof und meine Krone. Bringt mich zum Lachen oder euer Kopf ist mein. Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Chico, chico. Bock, 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 bock. Oh, bock, 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 bock. Halt, das ist zu komisch. Ich bin jetzt in der richtigen Laune, um mich mit den Abgesandten zu treffen. Ich werde nur die Hälfte von ihnen köpfen. Habe nie eine bessere Darbietung gesehen. Es besteht noch Hoffnung. Ihr geht mit meinen königlichen Dramen genauso gut wie mit meinen Romanzen um, aber... Erstreckt sich eure Wandlungsfähigkeit auch auf das Theater? So, so. Oh nein, wenn mich nichts täuscht, ist das ein Auszug aus Morleys schrecklich brutalem Historienepos Titus der Schlechter, Teil 2. Dann wäre dies die Gladiatorenarena aus Akt 5, in der Titus am Ende von wilden, rachsüchtigen Kriegern auseinandergerissen wird. Als Kind habe ich diese Szene geliebt, ganz ehrlich. Und hier ist Titus' berühmtes Kostüm. Ich hatte einen Pyjama, der genauso aussah. Zieht es an und spielt die größte Rolle eures Lebens. Die habe ich schon im Banditenlager gespielt, die muss ich hier nicht zwingend spielen. Ziehen wir einfach mal an. Bock, bock, bock. Und jetzt bin ich gespannt. Kampf. Es wird ein Kampf. Ich weiß es. Titus, euer pockengliedriger Körper wird für eure ungeheuerliche Bosheit zahlen. Mein Sohn starb euretwegen. Meine Rache wird eiskalt sein, wie euer Körper. Und ich werde sie auskosten. Versucht, so echt es geht, zu sterben. Ich werde euch die Gedärme rausreißen und... Dann sehen wir weiter. Sterben! Ich kann nicht sterben, ich bin nicht bereit dazu! Erledigt den Abschaum! Ich will doch nicht sterben! Ich bin in Fable 2 nicht einmal gestorben! Ihr habt keine Chance! Ach so, das wusste ich nicht. Vielleicht habe ich deswegen gewonnen. Einfach weggepustet. Bams. Au. Ach, das wird man morgen noch sehen. Was? Verfehlt? Nein! Ha, alter Kameraführung. Ihr gebt nicht auf. Ich glänze. Komm, komm. Spüre meine Macht. Meinen wurden niedergemetzelt. Und ihr seid am Leben. Das war euer letzter schwefliger Atemhauch, Titus. Ihr wollt uns schlagen? Ihr werdet hier so alt wie ein Topf Honig in einer Bärenhöhle. Wir werden sehen. Kasperkopf schießen. Das muss eine sehr große Bärenhöhle sein, meine Freunde. Und... Köpfungszeit! Ja. Wir geben niemals auf! Knack! Und back! Sack und zack! Huch, aua!
Jetzt greift doch nicht von hinten an! Yeah! Meine Männer tot! Meine Rache vereitelt! Meine Welt zerstört! Ja! Ich ertrage es wirklich keine Sekunde mehr! Was wollt ihr tun? Eine einzigartige Vorstellung. Solch ein Ende wollte ich sehen, als ich als kleiner Junge jedes Wochenende im Theater saß. Was wohl jetzt noch kommt? Oh, welche Szene könnte einer solch meisterhaften Darbietung noch folgen? Und wie ihr einige Rollen interpretiert habt. Ihr habt meinen Worten neues Leben eingehaucht. Ach, hör auf. Ihr habt den Preis erlangt, den noch kein Sterblicher vor euch verdient hat. Mein vermisstes Stück. Ich gebe es in eure Obhut, denn ihr werdet ihm gerecht. No, das es heißt, das Schinkenbrot. Ein metaphorischer Titel natürlich. Das Schinkenbrot, eine Tragikkomödie. Der Titel bezieht sich auf die Komik und die Tragik, die wie zwei Scheiben Brot alles dazwischen zusammenhalten. Natürlich dick mit Margarine beschmiert. Ich glaube, wir haben tatsächlich das Buch überlebt. Natürlich auch sehr souverän, möchte ich sagen. Ah, ihr habt unseren Ermittler gefunden. Welch ein Glück! Habt ihr zufällig auch... Jetzt ist keine Zeit für Zufälle. Lambert, das Stück, habt ihr es? Nun, ich bin zwar nicht Lambert, aber vielleicht gefällt euch ja das hier. Gerettet! Lambert! Oh, die Freude in meinem Busen ist grenzenlos. Hab Dank! Millionenfach Dank! Ha! Er hat Busen gesagt. Es funktioniert. Drama und Komödie reichen sich die Hand. Hört! Werdet Zeugen der Tragödie des Menschen. Oh, es verbrennt meine Sinne, das Paradies zu sehen und doch verbannt zu sein. Das erinnert mich an einen guten Witz. Eine Wache, ein Mönch und ein Huhn kommen in eine Bar. Leider hatte der Wirt gerade einen Herzanfall, deshalb wird keiner von ihnen bedient. Und doch, welchen Zweck hat das Leid, wenn das dunkle Linnen, das der Tod ist, sich sanft auf unsere noch bebenden Körper legt? Das erinnert mich an noch einen Witz. Eine Leiche kommt in eine Bar und fragt, könnte ich was essen? Sicher, sagt der Wirt. Ich empfehle euch den Leichenschmaus. So endet unser fröhlich-trauriges Spiel und erinnert uns, dass unser aller Ursprung nur Lehm ist. Hört die Worte des Narren. Enorme, große Riesenbusen. Was war das denn bitte? Wirklich der größte Mist aller Zeiten. Ohne Sinn und Verstand. Wirklich furchtbares Stück. Das verschwundene Stück. Dank euch wurde das legendäre Stück Das Schinkenbrot aufgeführt. Leider kam es bei den Kritikern doch eher schlecht an. Ebenso beim Publikum und einem vorbeikommenden Huhn, das Grundkenntnisse in der Menschensprache hatte und wünschte, es hätte diese verlernt. Gut gemacht. Ihr habt in Brightwall ein ansehnliches Gefolge gesammelt. Das sollte ausreichen, um das Dörfchen zu überzeugen, den Vagabunden zu helfen. Was werdet ihr jetzt tun, Mr. Locke? Samuel wird am Stadttor auf euch warten, um euch dieses Gefühl auszudrücken. Ich glaube nicht. Mein Verstand schwindet leider mit jedem einzelnen Tag mehr. Die Nachforschung ist eine Aufgabe für einen jungen Mann. Wie wäre es mit ein paar Schauspielstunden? Dann nehme ich ja lieber einen Schluck Arsen. Wer könnte es euch verdenken? Philip Morley, sämtliche Werke, ihr könnt euch diese Trophäe in der Schatzkammer eures Unterschlupfs ansehen, kennen wir ja schon. Wo wollen die drei denn hin? Was wohl passiert, wenn ich denen jetzt folge einfach? Werden die jetzt einfach aus dem Spiel genommen? Die müssen doch irgendwo hinlaufen. Stets zu Diensten. So, eine Quest haben wir auf jeden Fall noch offen. Dann müssten wir quasi das Vertrauen der Einwohner erlangt haben. Ihr seid eine Art Heiliger. Was, wer? Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat und ich fühle mich auch nicht angesprochen. Ich bin mehr so eine Art Eiliger, denn ich wünschte, die würden mal schneller gehen da vorne. Die kommen natürlich durch die ganzen Leute nicht durch. Wo wollen die hin?
Gleich. Ich bin fast 9 Jahre alt. Ja, ja, ich auch. Nee, fast 12 natürlich. So, jetzt bewegt euch doch mal schneller. Sonst kommt ihr auf den Teller. Ich glaube, das ist sehr unspannend, denen zu folgen. Hey, der Hund wird hinten festgehalten. Ich glaube, die gehen bestimmt einfach aus dem Stadttor raus und sind dann verschwunden. Das wäre meine Vermutung. Und siehe da, sie schlendern über die Brücke. Das heißt, ich werde erstmal ganz kurz... Ich düse mal kurz zurück hier in das Dingens. Wenn ihr nicht zu beschäftigt seid, geht doch mal zum Unterschlupfladen. Ich glaube, sie haben etwas Neues da. Unterschlupfladen, also ganz ehrlich. Also, ich finde das hier mit der Halle sehr... Also irgendwie bedenklich. Ich weiß nicht so recht. Ich bin nicht überzeugt von dieser Halle. Und wieso leuchtet das hier? Was macht denn das? Heldenstatus. Heldenstatus Stärke. Eine Stärke. Gestalt gar nicht. Was ist denn Gestalt? Moral ist positiv. Attraktivität ist positiv. Gewicht eher ganz negativ. Schädelspalter 2. Heldengewehr 2. Feuerball Zauberhandschuh sollte man vielleicht öfter mal benutzen. Dann können wir den auch leveln. Hier könnt ihr die eher esoterischen Aspekte eurer Abenteuererfahrung genauer einstellen. Ich weiß nicht, ob ich esoterisch hier richtig verwende, aber egal. Okay, hier kann man also speichern. Ist gut zu wissen. Ich mache das sonst über das Menü immer. Ja, in diesen Shop rein, ich weiß ja nicht. Das war doch der Shop, ne? Was für ein schöner neuer Hammer. Damit könnt ihr eure Feinde stilvoll zermalmen. Ich sehe hier einfach nichts auf diesen Dingern. Alle Angebote. Kostenlose Waffen. Dies ist der Unterschlupfladen. Kauft hier Dinge von außerhalb Albions für eure Abenteuer. Das würde ich ja gerne machen. Gekaufte Inhalte, alle Angebote. So, Games for Windows Live. Vielleicht sollte ich einen Filter mal ausschalten. Was haben wir denn hier? Aktueller Kontostand 0. Diese Transaktion kostenlos. Warte mal. Mach mal gerade wieder einen Filter. Alter, grau. Mit Filter farbig, ohne Filter sieht einfach eine Katastrophe. So, was haben wir denn da? Ich aktiviere mal die Maus. Hui. Download bestätigen. Kostenlose Waffen. Größe 387. Aha, aha. Spielinhalt. Kommunikation ist das A und O bei Fable 3. Und wie ließe sich besser mit der Welt kommunizieren, als ihr mit dem neuen Hammer, dem Bloodstone-Prügel auf den Kopf zu klopfen oder ihr mit dem brandneuen Gewehr Guskits Muskete zwischen die Augen zu schießen? Diese Gegenstände werden eurer Geschenkesammlung im Unterschlupf zugefügt und sind verfügbar, sobald im Spielverlauf Waffen freigeschaltet werden. Da würde ich mal sagen, Download bestätigen wir mal. Der Games for Windows Live Client konnte nicht gestartet werden. Der läuft doch schon. Wenn Sie dieses Problem ignorieren, können Sie Ihr Spiel trotzdem spielen. Sie können aber keine... ist doch ein Witz. Ja, Download bestätigen würde ich gerne machen. Aktueller Kontostand hier kostenlos. Download bestätigen, das muss ich vielleicht... Ein oder zwei neue Sachen könnten nicht schaden. Natürlich, wenn es funktionieren würde, wäre das natürlich schön. Guck mal, da steht jetzt ein E und sobald ich jetzt den Controller wieder nutze, zack. Das ist ganz praktisch gemacht einfach, das muss man mal sagen. So, was haben wir denn da? Ich guck mal ganz kurz. Games for Windows Live wird eh nächstes Jahr abgeschaltet. Was mit Fable 3 ist, weiß man da momentan noch nicht. Färbemittelpaket. Alles kostenlos. Das Problem ist einfach nur, ich weiß nicht, ob wir da dran kommen. Haarpaket. Fable 3, 5 Sterne, Hundetrank. Was? Ich will den. Also Internet habe ich gerade, sonst könnte das ja auch gar nicht laden. Euren Hund zu einem besseren Kämpfer, Schatzsucher oder Trickhund zu machen, ist ziemlich harte Arbeit. Warum also nicht ein bisschen schummeln, die Lehrbücher zulassen und ihm einfach ein bisschen von diesem Trank geben? Sofort steigern sich seine Fähigkeiten bis zum Maximum. Naja, gebt ihm einfach ein Schlückchen, wenn er im Unterschlupf in seinem Körbchen liegt. Dieser Gegenstand wird eurer Geschenkesammlung im Unterschlupf zugefügt und ist verfügbar. Bla 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 bla. Download bestätigen. Nee, konnte ich nicht gestartet werden. Problembehandlung lasse ich mal lieber ignorieren. Ich gucke mir das später mal an. Da gehe ich vielleicht auf die Plattform. Zack. Und dann gucken wir mal, dass wir da die Sachen freischalten können. Was haben wir denn hier überhaupt? Damit könnt ihr Freunde hierher einladen. Habe ich nicht. Und hiermit Statistiken. Gehen wir nochmal ganz kurz dahin. Wenn euch etwas über ein Abenteuer entfallen ist, könnt ihr hier jede Kleinigkeit nachlesen. Bis ins Detail. Ah. Quests. Abgeschlossene Quests. Gronk.de. Das bin ich. Das bin ich. Spielerkarte. Aha. Kein Ort. Männlich markant. Dreifach gebrannt. Werbung für Gronk.de. Reputation. 5 Sterne. Hey. Und nur 1170 Punkte, das ist ein bisschen lasche hier, aber die meisten Spiele spiele ich halt auf dem PC. Und ich muss zugeben, ich habe früher
Vor den Let's Plays hatte ich eine Xbox, die war gemoddet. Deswegen war die nie online. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Jawohl. So, aber auch nur, weil ich dachte, ich habe da wieder so ein schönes Media Center wie bei der alten Xbox. Das XBMC aber ging leider nicht. Partnerschaft. Partnerschaft oder Partnerschaften? Partnerschaften. Online 00. Aha. Toll. Hier könnt ihr einstellen, ob ihr die Kugeln anderer Helden sehen möchtet. Das klingt unanständig, oder nicht? Ja. Spieler, die beitreten möchten, benötigen zuerst eure Zustimmung. Kugelsichtbarkeit, ihr seht nur... Hier könnt ihr ändern, wen ihr seht und wer euch sehen kann, falls ihr damit unzufrieden seid. Alle Kugelchats sind jederzeit hörbar. Was, ein Kugel, was? Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. Alle Angebote. So, da gibt's noch Kleidung. Wahahahaha. Ich guck mal ganz kurz, nur mal nebenbei. Highlander-Kluft, Herren. Das würde mir alles sehr gefallen. Download bestätigen. Ignorieren. Mann, das würde mir echt alles sehr gefallen, aber leider funktioniert es einfach nicht. Es wäre so schön und ich muss mal gucken, ob man das nicht vielleicht doch irgendwie hinkriegt, weil irgendwoher muss ja die Daten ziehen. Gibt es noch irgendetwas zu tun? Ja, ich wollte mich eigentlich umziehen. Ich habe doch jetzt eigentlich die Sachen alle zusammen für Dingens. Wir haben doch alle drei Quests erledigt. Warum wollte ich mich da umziehen? Ich weiß es gar nicht. Wir können auch später angucken, wie die Trophäen aussehen. Die beste Ware im Brightwall gibt es bei mir. Was passiert denn da? Wir haben schon drei Aufgaben. Kehrt zu Samuel zurück, aber was ist denn... Probiert eine neue Nahkampfwaffe aus. Ach, die bringen gleich Nahrung. Ach, das ist ja liebevoll. Zu den Vagabunden, das ist ja liebevoll. Schade, dass wir das erst in der nächsten Folge sehen werden. Doof, wa? Ja, tschüss. Ja, sorry, da haben wir gerade mal geguckt, wie das dann im Unterschlupf ist mit den ganzen komischen Xbox Live-Sachen. Ich überlege gerade, ob ich das zwischen den Aufnahmen, zwischen den Folgen jetzt vielleicht nochmal ganz kurz eruieren soll. Oder auch nicht. Auf jeden Fall in der nächsten Folge retten wir hoffentlich die Vagabunden. Wir haben es der kleinen Joja versprochen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.